Herzlich willkommen zur Videoeinführung zu Die Verwandlung von Franz Kafka. Mein Name ist Armin Breidenbach, ich bin Dramaturg hier am Düsseldorfer Schauspielhaus, wo wir uns gerade auf einer Probebühne befinden. Und ich möchte Ihnen gerne ein bisschen was zum Text, zu unserer Inszenierung und zur Fassung mit auf den Weg geben. Aber vielleicht zuerst etwas zu dem Wort Kafkaesque. Wir alle haben so ein bisschen eine Ahnung davon, was das ist, Kafkaesque, aus dem Deutschunterricht oder auch einfach aus der eigenen Lektüre. Man denkt dann so an eine Welt, die sich feindlich zeigt, an albtraumhafte Gegebenheiten, an eine sich gar nicht mehr den Gesetzen der Logik unterwerfenden Wirklichkeit. Man denkt daran, dass es eine Bürokratie gibt, die vollkommen übermächtig ist und der Einzelne in dieser Welt verloren ist. Wie gesagt, das ist so eine Ahnung, was ich da kurz beschrieben habe, davon, was Kafkaesque sein könnte. Was aber, glaube ich, alle noch im Hintergrund haben und im Hinterkopf haben, ist, je tiefer man in diesen Kafka-Kosmos, so könnte man es nennen, eintaucht, desto rätselhafter und desto vielleicht auch albtraumhafter wird es. Vielleicht ist es ja deswegen so, dass Kafkas Texte sich so für die Bühne eignen, dass sie so gerne für die Bühne bearbeitet werden, dramatisiert werden, weil es eben so viele Möglichkeiten gibt, seine Welt zu erzählen und so viele Möglichkeiten, auch übrigens in der Literaturwissenschaft, das zu interpretieren. Wenn ich jetzt alle Städte, in denen schon Kafka-Texte aufgeführt worden sind, aufzählen wollte, dann wäre ich, glaube ich, morgen noch nicht fertig mit dieser Videoeinführung. Deswegen vielleicht ein paar Worte zum Text. Diese Erzählung von Kafka, Die Verwandlung, gilt, wie Sie wahrscheinlich wissen, als eine der klassischen deutschen Erzählungen, ist aus dem Kanon gar nicht mehr wegzudenken. Den ersten Satz hat jeder irgendwie noch im Ohr, als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt. Es ist so ein bisschen so ähnlich wie im Prozess, auch in der Verwandlung verändert sich oder verwandelt, könnte man sogar sagen, sich eine Alltagssituation in eine surreale Situation. Im Prozess ist es ja so, dass Josef K. aufwacht und denkt, er bekommt Frühstück, aber dann stehen auf einmal zwei Herren in seinem Zimmer und erklären ihm, er sei jetzt verhaftet worden. Bei Samsa, dem Käfer, wie man immer wieder sagt, oder der zum Käfer geworden ist, ist es so, dass der sich aber mit dieser Situation ziemlich schnell arrangiert. Erst im Laufe der Monate, erst am Anfang denkt er, es ist ein Traum oder es ist kein Traum, weiß nicht mehr genau, was das ist. Und im Laufe der Monate, die er in seinem Zimmer verbringt und die er mit seiner Familie in so einen Zustand der Entfremdung auch gerät, im Laufe der Monate eben vereinsamt er immer stärker und fällt aus der Welt heraus. Bis schließlich, Sie erinnern sich vielleicht an den Text nochmal, sein Vater einen Apfel nach ihm wirft und er wahrscheinlich an dieser Verletzung stirbt, geradezu verendet. Geschrieben hat Kafka diesen Text vom 17. November bis zum 7. Dezember 1912, in einem Herbst 1912, der zu den produktivsten Zeiträumen in Kafkas Leben, in Kafkas Biografie eigentlich zählt. In dieser Zeit lebt er schon mit seiner Familie in einer Wohnung, übrigens in einer Wohnung, die vom Grundriss her, vom Schnitt her, ganz stark der von den Samsas aus der Erzählung Die Verwandlung ähnelt. In diesem besagten Herbst 1912 arbeitete Kafka auch an seinem Roman Der Verschollene, der später unter dem Titel Der Amerika-Roman oder Amerika von seinem Freund Max Brod als Fragment, weil er eben nicht beendet wurde, veröffentlicht wird. Und in der Nacht vom 22. auf den 23. September, 7 Wochen vor der ersten Konzeption der Verwandlung, schreibt er in einem nächtlichen Rausch geradezu die Erzählung Das Urteil. Diese Arbeit in einem nächtlichen Rausch in einem Fluss durch von, ich glaube, 10 Uhr abends bis 6:30 Uhr morgens, nennt er später die Art und Weise, wie eigentlich geschrieben werden müsste, nämlich in einem, wie gesagt, Fluss, am besten noch nachts in aller Ruhe. Es ist ja bekannt, dass Kafka seinen Tagesablauf so einteilte, dass er nachts schreiben konnte. Er hat sich selber als Nachttier bezeichnet. Für ihn war das die Zeit, in der die Identität gelockert ist, in der sich das, was am Tage verborgen bleibt, Bahn bricht, könnte man sagen. Die Schwelle, die Grenze ist verschwunden und zum Vorschein kommen Erinnerungen, Träume, Ängste, Fantasien, die eben dann auch in seine Texte Einfluss gefunden haben. Kafka schreibt selber davon, dass seine Literatur, Zitat, Darstellung meines traumhaften inneren Lebens sei.
Und tatsächlich hat Kafka auch viele seiner Träume aufgeschrieben. In Notizbüchern finden sich Beschreibungen, in Briefen finden sich Beschreibungen. Manche seiner Träume oder Traumbeschreibungen sind auch zu Anfangssituationen von Erzählungen geworden. Manche wurden auch posthum als literarischer Text veröffentlicht. Also da gibt es so ein bisschen eine Grauzone. Da verschwimmen auch die Grenzen, könnte man sagen. Außerdem in diesem besagten Herbst 1960 hat er, wie viele Briefe? 60 Briefe an seine spätere Verlobte Felice Bauer verfasst und schrieb mehrere kleine Erzählungen. Insgesamt flossen in diesem Herbst aus seiner Feder über 400 Seiten Manuskript. Also es glückten ihm nicht nur mehrere Erzählungen, es wurde auch sein erstes Buch, Betrachtung, veröffentlicht. Die Verwandlung selber wurde dann erst 1915, also vor 100 Jahren, gedruckt, und zwar mit großer Verzögerung. Kafka hatte sie zwar mit dem Urteil und der Heizer schon unter dem Titel Söhne herausbringen wollen, hat dann aber bei der Überarbeitung der Verwandlung Skrupel bekommen und ist von dem Plan abgerückt. Er hatte zwar schon vorgelesen, im November 1912 seinen Freunden und also den ersten Teil, die gesamte Erzählung dann im März 1913, aber gedruckt wurde sie erst 1915, also vor ziemlich genau 100 Jahren. Kommen wir jetzt vielleicht zu der Dramatisierung am Düsseldorfer Schauspielhaus und ihren Besonderheiten. Der Regisseur, in diesem Fall Alexander Müller-Elmau, war auch für die Fassung zuständig. Und als wir uns überlegt haben, wer könnte denn die Verwandlung auf die Bühne bringen, kamen wir auf Müller-Elmau, weil der auch schon Amerika und den Prozess dramatisiert hat. Könnte fast glauben, er sei ein Kafka-Experte, jemand, der sich im Kafka-Kosmos auskennt. Er selber hat dann, als wir das gesagt haben oder ihn gefragt haben, gesagt, ich weiß gar nicht, wie man das auf die Bühne bringen soll. Machen wir das mit dem Käfer? Nee, das machen wir nicht mit dem Käfer. Wie machen wir das denn? Und er hat dann einen Zugang gefunden, und zwar über die Frage, befinden wir uns denn jetzt in einem Traum, in einem Albtraum, in einer Traumwelt, oder befinden wir uns vielleicht viel eher an der Grenze zwischen Traum und Realität? Es gibt ein Zitat von Thomas Mann, der schreibt, Kafka war ein Träumer, seine Dichtungen sind oft ganz und gar im Charakter des Traumes konzipiert und gestaltet. Sie ahmen die alogische und beklommene Narretei der Träume, diese wunderlichen Schattenspiele des Lebens, zum Lachen genau nach. Es ist vielleicht ein bisschen einfach, Kafkas Texte immer nur so als Träume abzutun, dann hat man das so ein bisschen weggeschoben. Aber vielleicht ist es ja auch hier so, dass in dieser Welt, oder wenn die Grenze verschwunden ist zwischen Traum und Wirklichkeit, auch die Grenze zwischen Realität und Fiktionalem sich verschoben hat. Und eben das, was ich vorhin schon gesagt habe, zum Vorschein kommt, nämlich Erinnerungen, Fantasien, Ängste und was noch alles zum Vorschein kommen kann, wenn eine solche Grenze fällt. Um diese Erzählung jetzt, und damit kommen wir auch zur Fassung, um diese Erzählung ein bisschen anzufetten oder um den Kafka-Kosmos, von dem ich schon gesprochen habe, zu vergrößern oder zu verdeutlichen, haben wir in die Fassung diverse andere Erzähltexte oder Schnipsel oder Teile aus anderen Texten einfließen lassen. Keine Angst, es ist immer noch von vorne bis hinten die Verwandlung, aber wie gesagt, die Welt, in der die Verwandlung spielt oder in die wir die Verwandlung versetzt haben, ist durch diverse bekannte und unbekanntere Texte, durch Aphorismen von Kafka auch ergänzt. Es gibt, das wissen nicht so viele, es gibt einen Text von Kafka, ein Dramenfragment, das heißt Der Gruftwächter. Und das ist auch eingeflossen, also wir haben auch sozusagen in der dramatischen Literatur von Kafka gewildert. Der Gruftwächter, warum? Weil es da, wie in vielen anderen Kafka-Texten auch, eine Wächterfigur gibt. Diese Wächterfigur befindet sich an der Grenze zum Totenreich und kämpft darum, Ringkämpfe kämpft sie jede Nacht, kämpft mit den Toten darum, dass sie nicht zurückkommen ins Leben. Warum sage ich das? Weil diese Wächterfiguren in unserer Inszenierung auch eine gewichtige Rolle spielen, wenn man sich das anschaut, und ich hoffe stark, dass Sie sich heute Abend oder ein andermal diese Inszenierung anschauen, werden Sie auf der Bühne sicherlich Figuren erkennen, die auch Wächterfiguren sein könnten.
Jetzt habe ich ganz viel über Kafka erzählt und über andere Texte und über Wächterfiguren. Ich glaube aber ganz stark, dass man eigentlich nicht die historisch-kritische Ausgabe zur Rate ziehen muss oder dass man jetzt an sein Bücherregal gehen muss und sich nochmal diverse Kafka-Texte anschauen muss. Ich glaube, diese Art von literarischem Rätselraten brauchen Sie nicht anzufangen. Jedenfalls nicht in der Vorstellung. Auf keinen Fall in der Vorstellung. Ich glaube, Sie gucken sich das einfach an und gucken, was das noch mit Verwandlung und mit Ihnen zu tun hat. Der Abend dauert so ungefähr 75 bis 80 Minuten. Die Kostüme stammen von Julia Kaczlinski. Regie hatte, wie gesagt, Alexander Müller-Elmau. Und die Musik stammt von Fabian Kalker. Und da können Sie vielleicht nochmal, wenn Sie heute Abend sich das anschauen, ein besonderes Augenmerk darauf richten, wann welcher Sound, wann welche Musik von wo kommt. Bin ich gespannt, ob da nicht auch eine Grenze verschwimmt. Vielen Dank.